Hey, hallo Leute. Heute möchte ich euch mal einen Notebook Core Adapter vorstellen. Also praktisch wie ein Ladegerät für so einige Notebooks. Man kann es halt auch für mehrere Geräte benutzen. Wie zum Beispiel Tablets oder Netbooks oder halt alles, was man so unterwegs mit bei hat. Aber mehr dazu erst nach meinem Intro. So, hallo Leute, da bin ich wieder. Heute habe ich für euch einen Notebook Bauer Adapter JT-4096. Das Ding hat 12 bis 24 Volt, 96 Watt und 8 separate Konnektoren. Also ihr habt, wie ihr hier unten seht, 8 verschiedene Varianten für 8 verschiedene Sorten von Geräten. Ich habe es an meinem HP-Laptop dran gehabt. Hat wunderbar funktioniert. Ihr habt hier nochmal die Anleitung. Wie viel Watt? Ja. Dann, was haben wir auf der Seite? Nichts Besonderes, nur nochmal Beschreibung. Hier hinten habt ihr Elektrocharakteristiken. Was ihr anschließen könnt, wie, mit welcher Voltzahl und welchen Adapter ihr für was braucht. Gut, auf der Seite wieder mal Informationen für das Manual und alles und hier unten nochmal die ganzen Adaptervarianten. Gut, so viel zur Verpackung. Machen wir uns gutes Stück mal aus. So, was haben wir da? Da haben wir einmal den Power Adapter. Praktisch das Netzteil. Und hier unten könnt ihr einstellen, welche Voltzahl ihr braucht für euer Gerät. Weil alle Geräte, Laptops und alles, die laufen ja auf der gewissen Voltzahl, die für das Gerät an Spannung ist. Ihr dürft natürlich jetzt kein 24 Volt an ein 12 Volt Gerät anschließen, dann macht's Peng. Gut. Ja, gucken wir mal, was noch drin ist. So, was haben wir noch drin? Wir haben einmal das Stromkabel. Und ganz wichtig, die Adapter. Ihr habt hier nämlich diese kleinen Adapter, die könnt ihr raus und reinstecken. Wie gesagt, meiner hier von HP ist noch dran gewesen. So. Das ist relativ schwierig, die Dinger da rauszukriegen. Aber besser, sie sitzen gut, als sie sitzen gar nicht. So. Zack. Seht ihr die verschiedenen Farben? Meistens haben die Notebooks oder die Laptops alle diesen Farben auch an den Steckplätzen. Gut. Das war es eigentlich schon. Kleines Video, frisch und knackig, damit ihr wisst, wie so eine Adapter funktionieren. Ich hatte mir das Ding geholt, weil für meinen Laptop das Ladegerät praktisch kaputt gegangen ist. Und ich brauchte einen Ersatz. Jetzt habe ich ein Original-Ladegerät bekommen wieder. Und das geht dann zu den Akten hier. Okay, das war's. Viel Spaß noch damit. Und was jetzt noch kommt, wisst ihr, Daumen hoch oder schreibt mir was in die Kommentare, was ich besser machen kann oder zum Thema Adapter und das Abonnieren nicht vergessen. Okay, bis dann. Ciao, ciao.